Entweder wir tun es oder wir tun es nicht. Und deshalb engagiere ich mich da und habe die letzten Jahre damit beschäftigt und bin eigentlich ein massiver Verfechter einer dezentralen Energiewende geworden. Seinen Energiewende-Stammtisch in Anschwang gibt es seit über 2 Jahren. Jetzt ist Johann Christel dafür mit dem Bürgerenergiepreis der Oberpfalz ausgezeichnet worden. Die Idee dahinter, Menschen zusammenzubringen, die sich über erneuerbare Energien austauschen. Damit man die Umweltverschmutzung eindämmt, damit wir auch für spätere Generationen noch was erhalten können eventuell, dass saubere Energie produziert wird von Sonne, Wind und Wasserkraft. Die Auszeichnung und die 3.000 Euro Preisgeld bedeuten ihm viel. Da muss ich schon sagen, dass ich da schon stolz bin, verstehst du, auf dem, was wir da die letzten 2 Jahre gemacht haben. Das restliche Geld ging an Manfred Klemm für seine Energieschule am Berg Sulzbach und an eine Siedlergemeinschaft aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab für ihren Elektroaktionstag. Insgesamt 10.000 Euro hat das Bayernwerk mit der Unterstützung der Regierung der Oberpfalz ausgegeben. Ich glaube, das sind alles Projekte, die man in anderen Kommunen auch sehr gut nachmachen kann. Und das ist eigentlich mit das Ziel des Bürgerenergiepreises. Die Preisträger sollen also Vorbilder und Vorreiter in Sachen Energiewende sein. Vor allem, was uns so besonders gut gefällt, sind die innovativen Ideen und vor allem das generationenübergreifende, jung und alt. Der Bürgerenergiepreis ist für die Preisträger eine zusätzliche Motivation, genau so weiterzumachen.